Fröhliche Weihnachten! Okay, ist vielleicht auch ein bisschen früh dafür. Allerdings habe ich diesmal was für euch, was ihr vielleicht an Weihnachten ganz gut gebrauchen könnt. Denn Dietl und ich haben für euch ein kleines Rezeptheft zusammengestellt. Und zwar dieses hier. Ja, enthält insgesamt 21 Rezepte. Viele davon kennt ihr wahrscheinlich schon aus meinen Videos. Die habe ich quasi nochmal neu aufbereitet und die Rezepte ein kleines bisschen verändert, stellenweise. Es sind allerdings auch ganz neue Rezepte drin, die es auf meinem Kanal noch gar nicht gibt. Zum Beispiel haben wir hier einen Seitanbraten gefüllt mit Maronen und Äpfeln. Sehr leckere Angelegenheit auf jeden Fall. Und ja, noch ein paar andere Sachen. Ja, die PDF-Datei gibt es jetzt hier unter dem Video zum Downloaden und Ausdrucken. Und ihr könnt natürlich auch nur ein paar Rezepte ausdrucken. Oder lasst es einfach auf eurem Rechner und arbeitet so damit. Ja, wie gesagt, ursprünglich sollte es ein E-Book werden. Allerdings habe ich das doch wieder verworfen, weil das ja erstmal viel zu kompliziert war, sowas einzustellen. Und außerdem, beim E-Book ist es halt auch so, das kann man nicht unbedingt immer ausdrucken. Und ich finde, naja, beim Kochen ist es schon praktisch, irgendwie einen Zettel nebenbei liegen zu haben. Und wenn man jetzt zu Hause nicht gerade ein Kindle oder ein iPad oder sonst irgendwas hat, dann ist es auch ein bisschen schwierig mit dem E-Book. Ja, deswegen habe ich mich jetzt für die PDF-Datei entschieden, denn das ist für euch auch am einfachsten und für mich im Endeffekt auch. Kann übrigens auch super als Geschenk dienen, allerdings solltet ihr das dann natürlich vor Weihnachten verschenken, denn ja, zu Heiligabend macht es dann nicht mehr so viel Sinn. Es sind übrigens Hauptgerichte drin, also alles, was ihr so für ein Festtagsmenü brauchen könnt. Von der Soße über die Klöße, Kroketten und so weiter. Und auch jede Menge Naschkram, also Lebkuchen, Schokoladenkekse und Stollen ist auch dabei. Ja, also ist auf jeden Fall für beide Seiten gesorgt, also zum Naschen und auch für die Festessen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Kochen und Backen und auch jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, in diesem Sinne, viele Grüße, euer Weihnachtself. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.